Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Weltraum in unserem wunderschönen Weltraumschiff hier mit unserer Begleitung, die keinen Bock mehr hat. Ja, wir wollten ja nochmal. Obwohl, soll ich lieber nicht erst noch was trinken? Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Wir schauen doch nochmal, was es da hinten mit dem Koffer auf sich hatte. Ach. Koffer war das Zauberwort. Ich sollte eventuell mein Inventar leer machen. Ich bin wieder viel zu schnell unterwegs. Obwohl, Momentchen mal. Ich habe eigentlich genug Platz. Aber ich lege jetzt wirklich mal alles hier ab. Damit sich keiner beschweren kann, wir hätten nicht genug Platz gehabt, ne? Auch nicht unser Charakter selber. Das sehe ich nicht ein. Der hat sich nicht zu beschweren. Der tut das, was wir sagen. Aber das ist ja mega cool, dass man die Pakete da alle aufmachen kann. Aber damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Oh, das schwebt, glaube ich, noch Metall, ne? Hier auch noch. So, und was hat das jetzt? Nehmen. Ein geräumiger Reisekoffer, den jeder Passagier früher hatte. Der Koffer hat keine Infica, sichere Schlösser und ich konnte nicht weiterlesen. Okay. Gut, wir haben jetzt noch zwei Paletten, die wir noch platt machen müssen. Ich müsste mir noch gleich einen neuen Schaber basteln. Ich bin doch schon extra früh los. Ich habe den Alarm noch gar nicht abgewartet. So, den Koffer schaue ich mir jetzt aber nochmal. Senkbare Griffe, aber. Achso, den. Und dann? Installieren. Ach, den kann ich irgendwo hinpacken, sodass ich da was bunkern kann. Ist ja eigentlich auch eine ganz. Ups. Auch eine ganz nette Idee. Aber aktuell würde ich das gar nicht mal so gebrauchen. Oder doch? Kann ich den danach wieder aufheben? Anscheinend schon. Öffnen. Nein. Okay. Dann kommt da doch jetzt einfach mal wieder ein bisschen was rein, damit hier nicht so viel rumliegt. Weil es sieht schon sehr unordentlich aus. Oh, da war ein Kondom. War das das, was uns. Das, was uns fehlte? Nein. Das war das Einzige, was wir hatten. So schnell kann es gehen. Schon wieder voll. Holy moly. Ja, da sieht man wieder, Loot tut gut, gerade mir. Und den packen wir auch noch mal rüber. Das brauchen wir alles. Mensch, wir kriegen doch tatsächlich den Boden aufgeräumt. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. So, das Teil noch und da haben wir. Nein, ich will dich nicht scannen, da ist was drunter gefallen. Kann ich das bitte haben? Was ist denn das? Untersuchen? Eine Seite aus der berühmten und einzigen galaktischen Zeitung Stück Wahrheit. Sie erscheint seit langem und zeichnet sich durch Ehrlichkeit, Offenheit, gute Saugfähigkeit und Weichheit des Papiers aus. Was sie zu einem unverzichtbaren Stück trashiger Literatur nach einem deftigen Abendessen macht. What a loud headline. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%.
Kann ich das Ding hier auch kaputt machen? Habe ich schon mal getestet, ob ich mich überhaupt ducken kann? Nein, kann ich nicht. Gib mir das Teil. Shit. Ich hoffe, es war nichts allzu Wichtiges. Das ist, glaube ich, Gummi oder so. Okay, und schon ist es eh voll. Das heißt, den Rest schmeißen wir doch wieder hier hin. Verdammt. Gut, was war auf Nummer 4? Die Schere. Dann schauen wir doch mal. Oh, hier haben wir noch Salz. Na, das ist aber weit geflogen. Auf zu den Paletten. Stell dir mal vor, wir hätten das nie gefunden, weil man eigentlich immer nur in die Richtung guckt, wo auch die ganzen Symbole sind. So, hatte ich da jetzt eigentlich noch irgendwas rumfliegen? Ich werde es ja merken, wenn da irgendwas ist. Oh, Haltbarkeit 4, hatte ich schon was Neues gemacht? Wenn nicht, dann bin ich doof. War das der? Nein. Ja, eindeutig. Ich habe es gerade gesagt, wenn nicht, dann bin ich doof. Eindeutig. Das Wichtigste vergessen. Jaha. Wie lange wir die Aufgabe erreiche, den Evakuierungspunkt da oben wohl schon stehen haben? Einige Folgen? So, dafür brauchen wir... So, ich vergesse immer, dass ich da lange drauf drücken muss. Dafür brauchen wir bestimmt Metall. Metall und Metall. So, jetzt haben wir aber wieder das richtige Werkzeug. Zumindest konnten wir schon mal ein bisschen anklopfen. Das heißt, die nächste Runde dauert gar nicht so lange, bis das dann offen ist. Und bitte, bitte lasst ein Kondom da drin sein. Dieser Wunsch in diesem Spiel nach einem Kondom ist so grausam. Man kann es sich ja auch nicht aus Gummi selber basteln. Also man braucht ja schon die Container oder Paletten. Marine! Ich will nicht sterben. Was? In dem letzten war gar nichts? Das war jetzt gemein. Ach komm. Wir wollen ja nicht unserer Gesundheit umsonst schaden. Ehrlich jetzt, ey, uns fehlt immer noch das Kondom. Kann doch nicht angehen. Huch. Was haben wir jetzt gesammelt? Ja, eigentlich nicht viel, ne? Na, Halleluja. Ah, der nächste Koffer. Gut. Ich glaube, außerhalb brauchen wir den wirklich nicht. Und der Schaber ist auch schon wieder kaputt. Pack die Sachen da jetzt einfach mal alle rein. Weil I don't like, wenn das hier alles auf dem Boden rumliegt.
Gut. Dich nehmen wir vorsichtshalber mit. Dann ruhen wir uns nochmal aus. Und ich würde mal sagen, klar, das Ziel ist immer noch, dass wir den erhöhten Sauerstoffeumel da kriegen. Aber dann möchte ich das jetzt gerne einmal versuchen, dass wir uns Glas besorgen für den Helm. Wir wollen ja Fortschritt haben. So, und dafür brauchen wir jetzt den Alkohol. Nehmen vorsichtshalber mal beide mit. Hier mal Sauerstoff müsste reichen. Essen und Trinken haben wir auch. Ups. Den Schaber bauen wir uns vorsichtshalber einmal nochmal nach, falls wir irgendwas abbauen müssen. Oh, wir haben ein neues Objekt. Aber wir können den Koffer jetzt selber bauen. Na, wir können ja auch alles auf den Boden werfen. Wer hat hier was vom Koffer gesagt? Hallo? So. Gut. Lasst mich überlegen, wo ging es nochmal lang? Ich glaube dadurch. Ja. Wenn es gleich ein bisschen kritischer wird, dann werden wir den Alkohol trinken und uns wird es hoffentlich gut gehen. Sollte das alles nicht klappen, werde ich einmal nicht speichern und beim letzten Speicherpunkt wieder einsetzen. Na komm. Noch sieht das alles hier sehr schön aus. Achso, ich darf ja auch den Sauerstoff nicht vergessen. Jetzt trinken wir erst einmal den Alkohol. Oh. Alter Finne. Dann nehmen wir den Sauerstoff. Wie soll ich denn da das Glas sehen? Boah, das ist ja echt übel. Wir sind gleich schon an so einem. Sag mal, bin ich jetzt schon viel zu weit? Ich glaube ja. Verdammt. A cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging. Ist das das Glas? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube wirklich, ich bin zu weit. Oder ist hier Sauerstoff drin? Bitte lass hier Sauerstoff drin sein. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Womit? Oh Leute, macht mich hier nicht nervös. Nehmen. Dreimal, wie viel brauchte ich denn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Reichte dreimal? Bitte sagt ja. Es muss reichen. Lass mich hier raus. Bitte lass dreimal reichen. Obwohl, warte, stopp, 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 stopp. Ich will das Teil hier aufbauen. Aber ich habe nicht. Nein, ich habe nicht genug Alkohol dabei. Verdammt. Muss einfach in die Richtung. Ja, wir fliegen wieder zurück. Ich dachte, wir haben schon einen guten Anzug. Komm, tau auf, du fliegst aus dem Gebiet raus. Ach Mist, jetzt haben wir das eine Teil abgelegt, ne? Jetzt kann ich das noch nicht mal abtesten. Austesten, ob wir den Sauerstoff aufladen können.
Komm ich näher? Verdammt. Es sieht so aus, als wenn wir näher kommen. Ja, ich sehe den Ballon. Lass mich dran schnuppern. Okay, wo ist das rote Zeichen? Kann mir einer bitte sagen, wo das rote Zeichen ist? Nein! Wir werden sterben! Alter Schwede! Ich habe doch gerade noch das rote Zeichen gesehen. Verdammt. Weiter unten irgendwo? Ich weiß ja schon gar nicht mehr, in welche Richtung ich hier gucke. Lass mich doch auftauen. Bitte. Was haben wir denn hier? Das sieht rot aus. Na komm, geh aus dem Stoppbereich raus und dann tauen wir wieder auf. Das ist doch eine sehr gute Idee. Ich weiß. Hä? Oh no! Wo bin ich denn hängen geblieben in meinem Leben, ey? Fliege ich einfach so die ganze Zeit gegen die Wand und denkst so, warum komme ich nicht näher oder was? Ja, es ist ein sehr schwieriger Weg. Vielleicht. Ich weiß gerade gar nicht mal. Ist der Helm? Ist der Helm so eine Art Schutz auch gegen den Frost gewesen? Momentchen mal. Bleilackierung, Plastik, Aluminium. Bleilackierung, Plastik und Aluminium. Yes! Wenn du in der Schule keine Physik lernst und spezielle Bleiantennen an den Helm schraubst, können sie dir helfen, dich vor Strahlung zu schützen. Allerdings wird dickeres Glas noch effektiver sein. Das ist aber jetzt keine Strahlung, ne? Ja, wieso habe ich jetzt den Helmtext da stehen gehabt? Danke. So, was haben wir denn hier für neue Nachrichten? Wir können zum Evakuierungspunkt fliegen. Das war das letzte. Achso, ja, Evacuation Point. Genau, jetzt, wo man es gelesen hat, fällt es einem auch ein. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Koffer, ja. Ach, mehrschichtig. Mhm. Gut, ganz wichtig. Ach, dafür brauchten wir nur einmal Glas. Das ist ja cool. So, dann würde ich sagen, packen wir uns noch einmal ganz voll. Oh, ist das cool. Wir haben endlich den Helm. Ich muss sagen, wir haben in den letzten ein, zwei Folgen ja doch gut was gerissen. Neue Sachen entdeckt. Wir konnten neue Sachen aufmachen, wie die Paletten zum Beispiel, was ja auch schon mega cool ist. Diesen wichtigen Punkt speichern wir jetzt auf jeden Fall. Und machen doch nochmal wieder das Radio an. Hier ist es doch immer so ruhig. Was war das andere? Okay, dann würde ich sagen, wir haben diese Folge den Helm geschafft und lasst uns doch einfach mal in der nächsten Folge schauen, was wir an dem Evakuierungspunkt finden werden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao mit V.